Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 22. Was ist der Unterschied zwischen den syntaktischen Beschreibungsmodellen Dependenz und Konstituenz? Sowohl Dependenz als auch Konstituenz betrachten den Satz als hierarchisches Gebilde. Das heißt, die Satzelemente folgen dem Prinzip der Über- und Unterordnung. Sie unterscheiden sich jeweils in der Art und Weise dieser hierarchischen Anordnung. Während bei der Dependenz die Abhängigkeitsbeziehungen der Satzelemente voneinander für die Gliederung des Satzes konstitutiv sind, wird nach dem Prinzip der Konstituenz der Satz schrittweise in immer kleinere Einheiten zerlegt. Deutlich wird der Unterschied, wenn man sich die grafische Darstellung der beiden Modelle anschaut. Das Dependenzstemma zum Satz »Heute isst Peter in der Mensa den Nudelauflauf« hat als oberstes Regens das finite Verb »ist«, von dem alle anderen Einheiten, die Dependenzien, direkt oder indirekt abhängen. Der Konstituentenstrukturbaum zeigt dagegen für selbigen Satz ein eher formal orientiertes Strukturprinzip. Der Satz wird von oben nach unten immer weiter segmentiert, bis die einzelnen Elemente übrig bleiben. So wird etwa die Konstituente in der Mensa beschrieben als Präpositionalgruppe, bestehend aus der Präposition in und der Nominalgruppe der Mensa, die wiederum aus bestimmtem Artikel und Substantiv besteht. Hier in der Schreibweise der Eisenberg-Grammatik, die alle deklinierbaren Konstituenten als Nominale klassifiziert.